Wow. Und der gefühlte Eindruck war ja immer schon so, was für ein schnelles Rad, dafür, dass es eigentlich das Graveligste ist, was ich in der Garage stehen habe. Also geiler Test. Hat richtig Bock gebracht. Und selbst wenn es euch gar nichts bringt, aber uns hat es richtig Bock gebracht, hier rumzugurken. Hallo zusammen, dies ist das zweite Video einer kleinen Reifen-Laufrad-Test-Serie und Fahrradserie. Wir waren hier gerade unterwegs und sind auch überhaupt gar nicht kaputt von unseren zwei Runden Stemmerberg, die wir eben gefahren sind, wo ich die FFED RAW und die ZIP 454 NSW gegeneinander gefahren bin und getestet habe. Das Video müsste vor zwei Tagen veröffentlicht sein, wenn wir das alles so hinkriegen, wie wir es planen. Und als wir diesen Test geplant haben, weil es ging wirklich nur darum, schnelles Setup, Aerodynamik und so weiter, habe ich dann irgendwann die Idee gekommen, weil wir ja hier diesen, haben wir viel im Podcast drüber gesprochen und auch in meinem Video zum Open Wide, habe ich sehr detailliert über den René Herse Reifen Umtanum Ridge in 55 mm gesprochen. Das Spannende an den Reifen, die sind eigentlich als Slick konzipiert. Das heißt, ihr seht zwar hier diese Noppen, aber hier wurden einfach zwischen den Noppen wurde rausgeschnitten. Das heißt, man nimmt einen Slick, schneidet hier zwischen den Noppen raus und hat diesen Reifen. Virtuell natürlich nur, und das wird am Computer gemacht, nicht, dass hier einer mit dem Messer sitzt. Aber so muss man sich das vorstellen. Und wenn ich dann schnell fahre oder sich das Rad schnell dreht, läuft es halt einfach wie ein Slick. Und die spannende Erfahrung, die wir in der Praxis gemacht haben, insbesondere Ole ist da nochmal drauf gekommen, je schneller man fährt, desto slickiger fährt er sich, desto, weil er sich ja schnell dreht und wahrscheinlich auch physikalisch das zu so einer Fläche verschwimmt. Und das Setup des Open Wide hat sich damit für mich irgendwie verändert, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt in Urlaub fahre, gar keinen Rennradlaufradsatz oder Rennrad mehr mitnehme, sondern nur das Rad, weil ich mich auf der Straße auch sehr, sehr schnell fühle mit diesem neuen Reifen. Ich habe jetzt hier mein allerschnellstes Rad im Stall und in Anführungsstrichen mein langsamstes Rad im Stall, das Open Wide mit dicken Puschen. Ja, einfach mal diese beiden Gegensätze zu sehen, wie schnell ist welches Rad. Also da drüben der Stemmerberg, dann haben wir da hinten eine Rennstrecke, also bergab lasse ich laufen einfach, runterrollen und dann haben wir da hinten eine schöne gerade, leicht bergab mit Rückenwind, Vollgas bis hin zu so einem Kopfsteinpflasterstück und dann haben wir nachher nochmal diese Bundesstraße da hinten, einmal ganz lang Vollgas und dann komme ich hier wieder an und stoppe die Zeit. Wird jetzt sehr, sehr spannend und jetzt pumpe ich mal das Rad auf. So, jetzt fahren wir hier natürlich viel, viel weniger Luftdruck als mit dem S5. Es ist aber so, dass man die Umtanum Ridge, die sind auch so ein bisschen ganz geil, dass man, wenn man wirklich Asphalt fährt, einfach 0,5 Bar mehr drauf geben kann. So haben wir es zum Beispiel auch gemacht, als wir den Pass hochgefahren sind bei der Tour de France. Col de la Bonnette sind wir auch mit den Rädern gefahren, also auch schon kein Rennrad mitgenommen. Normalerweise 1,86, 1,75, wenn ich Gravel fahre. In dem Fall gehe ich dann auf 2,36. Das Geile ist, dass die natürlich auf der Straße trotz jetzt ein bisschen mehr Luftdruck, als man im Gelände benutzen würde, immer noch super komfortabel rollen halt. Ne? Auch bergab in der Kurve super sicher liegen. Also wir sind ja Col de la Bonnette bergab gefahren oder auch im Gravel, wenn man mit denen bergab fährt, die sind schon echt geil. So, alles startklar. Eine Minute und ein paar zerquetschte langsamer. Wow. Ich brauche kein Rennrad mehr. Wahnsinn. Ja gut, 4 Watt mehr, 5. Also es ist nicht viel Unterschied zeitlich.
Es ist voll hinnehmbar. Aber es, ich muss sagen, es war ein deutlicher Unterschied für mich hinten dran. Ja, weil ich aufrechter sitze auch, ne? Also auch Geschwindigkeit. Ich konnte dich ja auch überholen und so. Ja, krass. Gucken wir mal, ob Garmin hier schon synchronisiert hat. Also 15 Minuten 18. Eine Minute und, ach, gegenüber dem ZIP 454 noch nicht mal eine Minute. 58 Sekunden, eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 33,9. Und der schnellste Laufradsatz hatte eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 36,3. Wir haben hier auf einem schnellen Kurs ungefähr 2 km/h verloren. Worst Case. Mit viel Wind, 50 km/h, wo wirklich die Aerodynamik eine große Rolle spielt. Auf einer langsameren Strecke wird das Gap natürlich noch kleiner. Und ich bin jetzt gefahren 15 Minuten 18, also ungefähr plus minus eine Minute, je nach Laufradsatz mehr. Mit dem Open Wild, mit aufrechterer Sitzposition, mit einer Gangschaltung, wo mir zwischendrin Gänge gefehlt haben. Und dicken 55 mm Reifen. Und auch der Rahmen ist natürlich nicht so aerodynamisch und kein integriertes Cockpit. Das sind ja alles Dinge, die Watt kosten. Also das muss man alles mit in Betracht ziehen. Das heißt, es sind nicht nur die Reifen. Und der gefühlte Eindruck war ja immer schon so, was für ein schnelles Rad. Dafür, dass es eigentlich das Graveligste ist, was ich in der Garage stehen habe. Ganz spannend werden jetzt natürlich die einzelnen Segmente. Dafür gehe ich jetzt nochmal ins Büro und gucke mir das am Computer an, schnippel mal so ein paar Beispiele raus und dann packe ich jetzt mal ein und melde mich gleich wieder. So, schauen wir uns das Ganze jetzt mal bei Strava an. Ich bin mit dem Wide leider ein paar Watt mehr getreten, sodass die Gesamtzeit wahrscheinlich nochmal um 30 Sekunden oder irgendwas schneller ist, als sie eigentlich sein dürfte, wenn ich die gleichen Wattzahlen getreten wäre. Habe aber hier ganz gute Vergleichswerte, wo man das auch nochmal ganz gut sehen kann. Ich habe einzelne Segmente erstellt, die ihr übrigens auch in dem anderen Video seht, wo ich die Laufradsätze ZIP 454 FFWD verglichen habe mit dem S5. Also da bin ich das auch schon analysemäßig durchgegangen. Das heißt, ich werde jetzt hier nicht nochmal auf die schnellen Laufradsätze eingehen, sondern einfach ja, den FFWD gegen das Open Wide vergleichen, weil das war der schnellere Laufradsatz von beiden. Also einmal hier das Bergaufsegment, Latt werden bis ungefähr zur Kuppe. Dann haben wir hier die Abfahrt, wo ich nicht getreten habe. Dann haben wir dieses High-Speed-Segment, wo ich mit Rückenwind wirklich Vollspeed, ja, mit dem S5 50 km/h gefahren bin. Wir sehen gleich, wie viel es mit dem Open Wide war. Und dann gab es hier auch nochmal ein sehr, sehr schnelles Segment, ja, was so leicht berghoch geht oder zumindest geradeaus gegen den Wind, wo ich sehr gut die Watt halten konnte. Das war wattmäßig das am besten getretene Segment. Aber fangen wir mal an mit dem Bergauf-Segment. Was ist da der Unterschied? Schnellste Zeit zu langsamste Zeit. Ihr seht hier 28,4 km/h. Mit dem Cervelo S5 FFWD-Bereifung und 15 Sekunden langsamer, also irgendwas um die 2, paar zerquetschte km/h langsamer, die man mit dem Open Wide fährt. Und das ist natürlich auch schon ein Geschwindigkeitsbereich, wo Aerodynamik eine Rolle spielt, weil es eben kein langsamer, ultrasteiler Berg ist. Und dafür, finde ich, hat sich das Wide hier noch ganz gut geschlagen. Kann man nichts gegen sagen. Dann haben wir die Abfahrt, wo ich einfach habe rollen lassen. Hier ist jetzt auch noch eine andere Fahrt drin, die einfach ignorieren, aus dem Juli. Schnellste Zeit fast 44 km/h, 44 Sekunden. Und ungefähr 4 und ein paar zerquetschte km/h langsamer mit dem Open Wide. Hier sieht man schon Aerodynamik und breite Reifen, die natürlich gegen den Wind ein bisschen bremsen. Oh, und das müsste man jetzt auch hier sehen bei diesem Stück Rückenwind. Da bin ich 50,8 km/h, 1 Minute 32 gefahren und das Open Wide auch tatsächlich fast die gleiche Wattzahl getreten, 8 Sekunden langsamer. Ja, genau 4 km/h langsamer. Also diese 4 km/h, die verfolgen uns jetzt hier so ein bisschen im Highspeed-Bereich. Das ist natürlich fürs Open Wide mit ja, Windangriffsfläche auf den Reifen und auch kein integrierter Lenker und noch mit Tasche dran und so weiter. Ja, finde ich gar nicht mal so schlecht, 46,8 km/h, dass das nur, weil das S5 ist natürlich auch top-notch. Wenn ich da jetzt ein normales Endurance-Rennrad gegennehme, das wäre ja wahrscheinlich auch nochmal 1, 2 km/h langsamer und mit nicht aerodynamischen Laufrädern vielleicht sogar noch langsamer. Also wir sind hier wirklich sehr, sehr schnell dabei. Ja, und hier das Segment gegen den Wind mit leichter Steigung. Hier wirklich 300 Watt gegen 300 Watt, 3 Minuten 18 zu 3 Minuten 42. Auch hier sieht man wieder genau diese 4 km/h Unterschied, die wieder ja, bei Gegenwind sich natürlich bemerkbar machen. Ja,
Und die 4 km/h ist vielleicht das, was ich mir auch merken kann. Je schneller ich fahre, fahre ich ein bisschen langsamer, sind es nur 2 km/h, 4 km/h, wenn ich schnell fahre. So, mein Fazit zu diesem Test. Ich finde es super spannend zu sehen, dass das Open Wide ja gegen den Worst-Case-Gegner, Cervelo S5, also das Rad, was aerodynamisch ist, aerodynamische Laufräder auch noch hat, also mit die schnellsten wahrscheinlich die schnellsten Laufräder, die man in so ein Rad reinbauen kann, egal ob es FFWD oder ZIP 454 ist. Und dagegen mit den dicken Reifen auf einer High-Speed-Strecke, 50 km/h, 40 km/h gegen oder 37, 38 km/h gegen den Wind, das ist natürlich schon eine Welt, 4 km/h. Nehmen wir mal diese 4 km/h. Aber wir befinden uns natürlich schon in diesem Bereich, wo ja der Windwiderstand exponentiell wächst. Und damit glaube ich, ja, ist das so ein bisschen bestätigt, was so mein Popometer und mein Gefühl gesagt hat, wo ich gesagt habe, okay, mit dem Rad kann ich relativ easy einen 30er-Schnitt fahren, kann vielleicht auch im Windschatten in der Rennradgruppe mithalten. Das Einzige, wo ich halt wirklich signifikant langsamer werde, nämlich 4 km/h gegenüber dem schnellsten Rad, was man sich so vorstellen kann, ist halt auf Highspeed. Berghoch zum Beispiel waren es dann ja nur noch 2 km/h und auch, ja, das ist schon so, wo ich sage, okay, für 650B und ja auch noch eine Schaltung, die nicht ganz ideal ist, deswegen konnte ich auch wahrscheinlich die Wattzahlen nicht hundertprozentig halten. Ich finde es super interessant und das ist ja bei vielen Gravelbikes so, auch wenn ihr die mit 700C aufbaut, vielleicht werden sie noch einen Tick schneller. Die Reifen sind schneller geworden heutzutage, aber hier reden wir ja auch von einem stolligen Reifen und nicht von einem Slick, der breit ist und so weiter. Also es macht schon, wo man wirklich sagt, okay, geil, dass das alles so geht. Und geil, dass man so Räder hat, wo man sagt, okay, man fühlt sich auf der Straße nicht mehr langsam wie ein Trecker. Also das ist so die Quintessenz, die man hier vielleicht rausziehen kann. Und schaut euch in jedem Fall mal das Open Wide Video an, was ich gemacht habe, wo ich ja den Reifen nochmal im Detail erklärt habe und wo ich eine Fahrt in den Deister gemacht habe. Wirklich flach in den Deister, schnell rein im Deister, aber auch jedes Gelände fahren konnte. Super bequem, natürlich komfortabel alles. Also, schöner Test, hat mir richtig Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr euch vielleicht auch den S5, den Rennradtest angucken mit den Rennradfelgen, welche da schneller war und warum und wie und für welche ich mich auch entschieden habe jetzt und aus welchen Gründen. Das erkläre ich da nochmal sehr detailliert. Also, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und macht immer Bock sowas. Müssen wir eigentlich viel öfter machen, da auf die Strecke gehen. Stemmer Berg ist auch eine gute Teststrecke, um das mal alles auszuprobieren. Du filmst da gar nicht hin. Ich dachte, es ist richtig geil, wenn man die Karte einblendet, einfach genau neben dir. Als wenn die Leute da was da sehen, ist die Straße. Naja, wie auch immer, da hinten fahre ich dann ganz schnell gegen den Wind. Von unten ist das gut da mit dem Bild. Wenn du mich von unten filmst, musst du nicht doch lieber aufstehen. Sieht so super aus. Sieht super aus, ja, 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 ja. Letzte Arbeit muss noch getan werden, bevor du hier gegen den Wind nach Hause fahren darfst. Ich mit meinem Tesla auch. Der verbraucht dann noch mehr gegen den Wind. Und zumindest als Rennrad, da ist die Mücke weg, eine Wespe. Das war eine fette Hornisse oder so. Ja, ja, die ist immer noch da.